Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher. Gute und herzlich willkommen. Nach einer doch recht kurzen Sommerpause starten wir am Samstag in die Saison mit einem Pflichtspiel beim SSV Jahn Regensburg. Anstoß ist ja um 13 Uhr. Anpfiffzeiten bei den Samstagsspielen haben sich ja leicht verschoben im Vergleich zur letzten Saison von 13:30 auf 13 Uhr. Und ansonsten 600 Fans, knapp 600 Karten wurden verkauft im Vorverkauf und eine Tageskasse hat natürlich geöffnet für alle Kurzentschlossenen. Und ansonsten alles weitere Wichtige, Spannende kann dann sicherlich unser Trainer Thorsten Lieberknecht sagen, den ich natürlich auch in dieser Saison herzlich an meiner Seite begrüßen darf. Und die erste Frage hat Stefan Köhlein vom Kicker und vom Lilienblock. Ja, dann vielleicht mal zum Einstieg. Wo steht die Mannschaft im Moment jetzt nach der Vorbereitung? Jan hat gesagt, relativ kurz die Vorbereitung. Wie weit seid ihr? Wo gibt es noch möglicherweise Defizite und womit bist du schon zufrieden? Sehr zufrieden bin ich mit der Situation, dass wir uns in der Vorbereitung aufgrund auch der Personalsituation, die wir hatten, eben, dass uns zum Beispiel ganz am Anfang die kompletten Flügelstürmer ausgefallen sind, vielleicht dahingehend auch eine Personalie, da kam nämlich jetzt gerade eben die Diagnose, Matthias Honsack ist ja ein Flügelstürmer, der hat ein Knochenödem im Rücken an eine Wirbelposition, eine ganz seltene Geschichte, die so im Fußball bei uns zumindest, was die Ärzte sagen, nicht aufgetreten ist. Ausfallzeit mehrere Wochen, weil es wie gesagt sehr, sehr diffus ist und er wird halt definitiv ausfallen. Dahingehend war das eben halt auch eine Geschichte in der Vorbereitung, dass wir eben eine lange Zeit auf den Flügel verzichten mussten und haben dann da wieder aus der Not eben gesagt, okay, was können wir jetzt machen? Wir wollen variabel sein. Und da, finde ich, haben wir eben in unserem Konstrukt, ob man das jetzt 3-5-2, 3-4-2-1, schieß mich tot, dann nennt, haben wir es, fand ich, auch dahingehend jetzt bis zum Schluss es geschafft, da eine Variabilität reinzubekommen. Die Jungs peu à peu sind sicherer geworden in verschiedenen Abläufen, offensiv wie defensiv. Ohne das jetzt zu überstrapazieren. Wir haben eine gute Variabilität, wir haben was Neues gefunden, mit dem wir die Mannschaft durchaus eben halt auch mal auf den Platz schicken können. Neben dem 4-1-4-1, was wir als Grundordnung auch jetzt eine Vorbereitung haben, nochmals ein bisschen intensiviert, eben halt auch aufgrund der Tatsache, dass uns vorne eben aufgrund der Verletzung von Aaron Seidel, also auch der Nächste, der natürlich ausfallen wird, vorne dann nominell nur der Philipp Tietz als Sturmschütze zur Verfügung stand. Und da haben wir eben, wie gesagt, so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht und haben versucht, da weg vom 4-4-2-Denken eben was Variables mit reingebracht. Und da finde ich, haben jetzt heute auch nochmal eine Sitzung gemacht aus dem Trainingsspiel gestern, wo wir verschiedene Formationen auch nochmal geprüft, getestet und für die Jungs ganz wichtig eben halt auch, dass sie ein gutes Gefühl bekommen. Haben wir da aus dem gestrigen Training nochmal ein bisschen was gezeigt, wo wir eben halt da, ob das jetzt in einem 4-1-4-1, gestern dann auch mal im 4-4-2, eine Hälfte mal in einem mit Dreierkette fungiert, haben wir einfach mal gezeigt, was vieles Gutes eben auch da war. Defizite, glaube ich, du brauchst natürlich viel Sicherheit, das kriegst du jetzt halt auch erstmal im Laufe der Spielzeit, dass du wieder in deinen Rhythmus reinkommst. Das ist, denke ich, für viele Clubs jetzt erstmal so eine Situation, wie starten wir, das ist ja der Klassiker eben in die Saison rein, welches Gefühl braucht man, wie spielstark, man kriegt schon mal ein Gefühl, wie die anderen sind. Ist es einfach da, dass der eine oder andere natürlich noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Wir haben natürlich auch die Situation gehabt, wie gesagt, mit den Jungs am Flügel, dass sie eben längere Zeit nicht trainieren konnten. Und da sind wir, glaube ich, wir sind gut in Schuss, aber auch wie immer eigentlich, gerade in dieser kurzen Zeit, jetzt, die wir hatten, brauchen wir noch 2-3 Wochen, um voll
voll da zu sein. Aber jetzt, glaube ich, für Samstag sind wir gut in Schuss und körperlich. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die fünf Wechselmöglichkeiten auch haben, weil wir ja schon auch wissen, dass wir die benötigen, gerade zu Beginn. Also von daher ein guter Mix, finde ich, ja, dass noch nicht alles perfekt ist, aber das ist letztendlich aber auch gut, weil wir halt da am Arbeiten sind und mit den Jungs am Arbeiten sind und sie auch vor allen Dingen auch sehr diskussionsfreudig dann auch den Trainingsplatz verlassen und so, und du merkst, Truppe lebt und ist bereit, und ich glaube, jetzt ist es endlich auch dann gut, dass es losgeht. Du hast es ja eben schon angesprochen, also Matthias Honsack fällt aus. Wie geht es Aaron Seidel? Wie ist da die Entwicklung jetzt, und gibt es weitere Ausfälle? Ich muss gerade überlegen, weitere Ausfälle gibt es nicht. Also Aaron Seidel und Matthias Honsack, Stand heute, ne? Also toi, toi, toi. Wir haben noch zwei Nächte zumindest, oder drei Nächte. Die gibt es nicht. Und beim Aaron ist es so, der war jetzt gestern da, ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat gestern dafür gesorgt, dass die Jungs ihn herzlich begrüßt haben. Wir alle, weil wir uns gefreut haben, dass er endlich aus dem Krankenhaus raus ist und da aufsteigende Tendenz zeigt. Aber auch da gibt es eben Situationen, dass man eigentlich noch gar kein so ein richtiges Wissen hat, wie man damit umgeht. Also da sind die Ärzte, das muss man mal sagen, Dr. Lesch hat dort extrem gute Arbeit abgeliefert, dass er eben halt auch da sehr klar in der Diagnose und auch wie er das Ganze dort begleitet hat, dass man überhaupt darauf gekommen ist, dass er darauf bestanden hat, dass man eben verschiedene Checks macht, muss man einfach mal sagen, der Dr. Lesch hat unglaubliche Arbeit geleistet mit dem ganzen medizinischen Staff, dass er dort eben halt auch das rausgefunden hat, was der Aaron dann tatsächlich hat, weil man geht immer von Kopfschmerzen aus und er ist ihm da auf den Grund gegangen. Also super Arbeit. Sonst? Ja. Okay, dann darfst du noch einmal. Danke. Die letzte Frage ist, wie weit sind denn die Neuen? Also vor allem Ben Baller, Warming und jetzt Wilhelmsson. Fangen wir direkt mit Yasin an. Yasin ist, wenn viele immer schmunzeln, ist nicht topfit, aber ist dann halt so fit, dass er mit Sicherheit 120 Minuten spielen könnte. Dann haben wir den Magnus. Magnus hat am Anfang die Trainingsumstellung eben schon auch gespürt, wird, wie ich finde, von Tag zu Tag besser, adaptiert gut, was die Trainingseinheiten angeht. Und für uns war es heute wichtig, dass wir eben heute auch gerade auch für die Jungs wirklich auch einen regenerativen Tag einlegen. Wir haben nochmal nachgefragt, wie sie sich fühlen. Und gestern waren sie schon auch platt. Wir haben gesagt, komm, dann machen wir heute nur unser gemeinsames Frühstück und machen nochmal eine Spielanalyse und haben dann ein bisschen individuell die Jungs im Kraftraum arbeiten lassen. Beziehungsweise Magnus ist nochmal raus auf dem Platz, um ein paar 1-gegen-1 Situationen zu machen. Der kommt peu à peu, und beim Oscar war es so, gestern hast du schon noch gemerkt, dass er eine lange Fahrt hinter sich hatte, und aber trotzdem, für das, dass er so müde war, fand ich ihn gestern dann trotzdem gut, so wie er sich präsentiert hat. Alex Brunst gab es auch noch. Alex. Als Neuzugang. Ah, Alex. Ja, Alex. Hattest du es auch nicht erwähnt, Stefan, aber ja, alle, also Alex, ja, stimmt. Wenn wir bei Neuzugängen sind. Alex Brunst, nee, super. Also der ist richtig gut. Der macht gut Druck auf Schuh mit Steve zusammen. Und ein total positiver Junge. Ab dem ersten Tag, wo der auf dem Trainingsplatz stand, eine Sensation. Also, ich finde ihn ein geiler Typ. Weitere Fragen? Jan Felber vom Darmstädter Echo. Ja, hallo, grüß euch. Kurze Frage dann auch mal zum nächsten Gegner oder zum ersten Gegner. Jan Regensburg, der Klaus Kjaerjula hat es gesagt in der Medienrunde, mir war das gar nicht mehr so bewusst, aber er hat recht. Regensburg ist eine Mannschaft, die immer in der Hinrunde irgendwie immer ziemlich gut war, ganz weit oben gekratzt hat und in der Rückrunde dann oft nicht mehr ganz so gut war, sage ich jetzt mal. Wie kann man sich das erklären, beziehungsweise worauf muss man sich denn da einstellen jetzt am Samstag? Also jetzt mal rein auf Sportliche bezogen. Bei einer Mannschaft wie Regensburg, die einfach ein gefühlter ewiger Zweitligist ja auch ist.
Ja gut, und was Fakt ist, ist immer physisch, ne? Also physisch großgewachsene Spieler drin, von ja, Abwehr bis Sturm, immer gerade diese zentrale Leute mit viel Kopfballstärke, physisch besetzt. Das ist immer wieder peu à peu was Neues, was man entdeckt bei der Mannschaft, was man versucht eben halt auch spielerisch neu reinzubringen, aber erstmal physisch. Und ich glaube, was diese Mannschaft auch immer auszeichnet, deswegen vielleicht auch, ohne dass ich da jetzt im Detail drin bin, aber sie sind gerade körperlich immer sehr gut in Schuss. Und vielleicht ist das ein Thema, was dann zum Ende hingeht. Vielleicht gibt es da noch Situationen, warum es vielleicht einen Turnaround gibt. Aber schon angesprochen, ja, das ist eine Mannschaft, die klassisch gut startet in die zweite Liga. Vielleicht eben, weil sie immer auf diesen einen Punkt, auf diese ersten direkt da sind. Und deswegen bin ich froh, dass wir gegen Regensburg tatsächlich spielen, auch wenn vielleicht der Gestalter des Spielplans mal eine andere Idee gehabt hätte, außer dass wir jetzt letztes Jahr hier zu Hause gegen Regensburg gespielt hätten. Und jetzt in Regensburg, ein bisschen Kreativität wäre da vielleicht auch mal schön gewesen, aber trotzdem bin ich froh, dass wir gegen Regensburg spielen, weil wir direkt eben halt präsent sein müssen. Und zwar mit jeder Faser des Körpers und sofort da sein müssen. Und ich glaube, da gibt es wenig Abtasten. Und das erwarte ich eben halt auch von meiner Mannschaft, dass wir sofort brennen. Niklas Beckmann von der Radio FFH. Sie haben schon gesagt, Ihre Mannschaft ist gut in Schuss. Das ist ein guter Mix. Mit welchem Ziel gehen Sie denn in die Saison? Dass wir weiterhin das zeigen, was uns im letzten Jahr ausgezeichnet hat und warum hier eine super Symbiose entstanden ist. Fans, Mannschaft, Fans, Identifikation, eine Mannschaft, die auf dem Platz leidet für ihren Club, eine Mannschaft, die ordentlichen Fußball präsentiert, mit denen sich die Fans hier identifizieren können, eine Mannschaft, die es dem Gegner erstmal schwer macht, sie zu schlagen, das wollen wir jetzt präsentieren. Und dann ist es für mich mehr erstmal so ein Reinkommen in diese zweite Liga, um erstmal alle anderen Mannschaften auch kennenzulernen. Ich glaube, das trifft auf jeden Trainer, jede Mannschaft halt auch zu, dass sie trotz Vorbereitungssiege gegen große Clubs, gegen namhafte Clubs, dann trotzdem nicht wissen, wie sich das Ganze in Meisterschaftsspielen anfühlt. Wir bleiben so, wie wir es letztes Jahr auch waren, ambitioniert, versuchen unsere Nische zu finden, versuchen eben neben dem Wissen, dass wir versuchen, uns so zu präsentieren, dass es schwer ist zu schlagen, versuchen wir ambitioniert zu bleiben und einen nächsten Schritt zu gehen. Und ein Schritt ist eben Variabilität, um uns schwerer ausrechenbarer zu machen. Dann erstmal Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk. Dankeschön, Herr Lieberknecht. Letzte Saison haben ja relativ viele gesagt, dass der schwierige Start mit den vielen Corona-Erkrankungen auch so ein bisschen Teil des Erfolgs war, weil daraus ein besonderer Zusammenhalt entstanden ist, so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität. Kann man sowas irgendwie auch anders, ohne auf Corona-Fälle zu hoffen, erzeugen oder ist das was sich einfach durch irgendwas ergibt? Manchmal gibt es eben Dinge, die in Anführungszeichen helfen, dass du auf einmal in so ein Ding reinkommst. Ich glaube, dass wir haben fast so ein ähnliches Gefühl. Wir haben jetzt kein Corona, aber wir haben eine relativ, nicht ganz unfallfreie Vorbereitung gehabt. Es gab ein paar Dinge, wo wir, wenn wir uns alle reflektieren, sagen, hey, das müssen wir nächstes Mal und werden es auch besser machen. Und eben halt auch die Tatsache nochmal, dass der Konkurrenzkampf sich auch bei uns verschärft hat, eben weil Jungs, die im letzten Jahr vielleicht mit einem anderen Einstieg gekommen sind, schon mal jetzt gut Druck ausüben können. Also es ist alles irgendwie so ein bisschen enger zusammengekommen. Und glaube ich, ist das eben das, was uns anschieben wird. Grundsätzlich muss ich sagen, ist diese Mannschaft wirklich unglaublich in dem im Zusammenhalt. Das merke ich jetzt schon wieder, wie die Neuzugänge, wie die integriert werden, wie schnell die da sind. Also man merkt hier, in der Truppe ist Leben drin. So, und man braucht nicht immer irgendwie das Besondere, um dann um eine Geschichte zu schreiben. Ich glaube, für uns ist erstmal wichtig, dass wir wissen, jeder, der hier ist,
hat ein Gefühl, dass er am richtigen Platz ist und deswegen alles geben wird für den Club. Ich glaube, Jan Felber, du hattest noch eine Frage, ne? Ja, nochmal eine generelle Frage zur zweiten Liga. Letztes Jahr hatten wir ja ganz große Namen drin, ein paar sind weg davon, wie Schalke und Bremen, die ganz großen Player der Liga. Dieses Jahr wird es irgendwie noch ausgeglichener und noch wahnsinniger und noch verrückter und noch enger wahrscheinlich. Oder siehst du das anders? Wie sehr freust du dich drauf, auch auf die Tradition, die jetzt kommt, von unten vor allem kommt, aber natürlich auch von oben, ganz gestandene Zweitligavereine, Profivereine. Was erwartet uns eigentlich in dieser Saison jetzt? Und was wird der SV 98 dabei für eine Rolle spielen können? Aber uns erwartet viel, viel Euphorie eben aufgrund der Aufsteiger mit ihren bekannten großen Fanschar, das muss man einfach so sehen. Gefühlt ist das, was hochkommt, definitiv stärker, so im Gesamtpaket, als das, was in der letzten Saison war. Also da große Euphorie und dann ja irgendwie eine Unberechenbarkeit, weil noch keiner so richtig jede Mannschaft einschätzen kann. Da gibt es eben Clubs, die man immer nennen muss, die oftmals aber unterm Radar dann so wegschwimmen, weil man eben hier Transferaktivitäten von Hannover, von Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld sieht. Aber es gibt eben die Heidenheims und die Sandhausen auch. Das ist ja der erste Heimspielgegner, haben aus meiner Sicht schon im Transfermarkt auch für manchen Transfer gesorgt, wurde mal gedacht, dass hallo. Also da ist was geboten. Also unberechenbar. So, und diese Unberechenbarkeit, jetzt bin ich wieder bei uns, die ist uns halt auch wichtig. Stefan Köhnlein hebt achselzuckend die Hand. Ja, dann ich würde gerne noch mal nachfragen zu dem Personal und zu den Neuen. Wie weit sind die denn mit Blick auf den Samstag jetzt? Ist da jemand Kandidat für die erste Mannschaft schon? Oder ist zum Beispiel jetzt bei Oskar, der braucht ja noch ein bisschen Zeit, um anzukommen. Und Schuh bleibt die Nummer 1 mit Alex Brunst im Hintergrund quasi. Ja, Schuh bleibt die Nummer 1. Da wird jetzt nicht gerüttelt, weil der hat eine überragende Saison gespielt, letzte Saison. Aber ich glaube, es tut ihm auch gut zu wissen, da ist echt einer, ähnlich wie Morden letztes Jahr, aber einer, der auch, glaube ich, eine gute Präsenz hat, so dass er da ist. Und das wird ein Schuh definitiv beflügeln. Und bei allen anderen bin ich ehrlich, wenn ich oft eben schon mal dann auch was sage, wo ihr vielleicht überrascht seid, oh, warum sagt er, dass der spielt? Ich bin da vollkommen offen bei allen Spielern noch. Da kennt er ja, meinen Schlaf kennt er ja. Aber nee, ich bin total offen, was das angeht. Es gibt eben morgen die Trainingseinheit, es gibt fürs erste Spiel halt auch für die ersten Spiele, bevor man wieder was gefunden hat, so richtig, glaube ich, braucht man auch noch den einen oder anderen Spieltag. Weil nochmal, der eine Spieler kommt vielleicht besser rein, direkt da und hat dann so eine Präsenz, wo du sagst, okay, der kann es nicht mehr rausnehmen. Der eine oder andere braucht vielleicht, um in die Saison zu starten. Und dann überlegst du nochmal. Wir wollen versuchen, so früh wie möglich eine Mannschaft rauskristallisieren zu lassen. Aber ich glaube, das wird uns jetzt erstmal nicht gelingen. Und das ist auch gut so, wie gesagt, weil wir auch erstmal starten jetzt. Aber was wir brauchen, ist physisches Brennen in Regensburg. Tim, nochmal. Ja, eine hätte ich noch, ob man das jetzt nun will oder nicht, aufgrund der tollen letzten Saison ist eine gewisse Erwartungshaltung da. Vielleicht hat die Mannschaft auch eine oder die Hoffnung, dass das so erfolgreich weitergeht. Spüren Sie das? Müssen Sie damit umgehen? Müssen Sie das auch vielleicht ein bisschen moderieren? Wie ist da die Situation? Also innerhalb der Mannschaft muss ich es nicht moderieren. Ich weiß, dass wir alle wollen ja immer maximalen Erfolg und für uns steht immer erstmal der Spieltag im Vordergrund, dass wir da das Spiel gewinnen. So. Und dafür bereiten wir uns immerhin halt auch so vor, dass wir sagen, das Highlight ist und bleibt neben der Trainingswoche, die wichtig ist, aber der Spieltag und lass uns den gewinnen, dann werden wir sehen, was weiterkommt. Außerhalb, muss ich sagen, finde ich, ist es eine gesunde, realistische Erwartungshaltung. Ich habe jetzt
kein Gefühl, außer der eine oder andere hat mal 4 Schoppen jetzt zu viel drin gehabt, der will gleich komplett durchmarsch in die Champions League, den habe ich auch schon getroffen hier auf dem Heiner Fest, aber ansonsten ist es ein relativ ruhiges Angehen in die Saison, jeder freut sich drauf und ist total gespannt. Aber den konnte ich dann beruhigen, im 5. Schoppen habe ich ihn dann wieder beruhigt, dann war er wieder unten. Ja, Stefan. Ist denn mit Oskar Wilhelmsson, ist denn jetzt die Personalplanung abgeschlossen oder haltet ihr also weiter die Augen und Ohren offen und hast du noch jemanden auf der Wunschliste stehen? Du hast ja zu Saisonbeginn oder Vorbereitungsbeginn gesagt, dass du zum Beispiel gerne noch einen Innenverteidiger hättest. Wie sieht es da aus im Moment mit deiner Wunschliste und deinem Wunschzettel? Also ich habe jetzt echt, sagt man zwar so gern, ich habe jetzt keinen Wunschzettel. Ich glaube, es war nötig, dass wir nochmal auch mit Blick, dass ich ja eigentlich jemand bin, der gerne mit 2 Stürmern agiert und ich auch glaube, dass im Fußball die Tendenz dorthin geht, dass man wieder vermehrt mit 2 Sturmspitzen spielen wird, bin ich eben ein Verfechter davon. Wichtig ist eben auch, man vergisst immer, wie das Konstrukt dahinter aussieht und da ist jetzt einfach für mich so, wir starten jetzt und glauben auch, dass wir eben aufgrund der Tatsache, wie es mit Aaron, dass man da nicht weiß, dass es vielleicht noch Sinn macht, da auch weiterhin zu schauen. Und hinten drin bin ich jetzt erstmal so, dass ich sage, okay, das sieht gut aus, aber auch, wie du schon gesagt hast, Augen und Ohren bleiben offen. Aber jetzt sieht es für mich erstmal mal gut aus. Alle, die dort hinten drin sind, haben wirklich einen guten Job gemacht und zeigen sich sehr präsent und jetzt ja, liegt vielleicht auch ein bisschen an Ihnen, ob wir da noch mal was machen oder auch nicht. Ne? Okay. Erster Nachweis, Arbeitsnachweis für die Truppe ist dann am Samstag gegen Ringsburg. Und alle, die uns dahin begleiten, eine gute Fahrt. Das war's mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher.